Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, und heute geht es mal um ein kleines Review-Video zu Rayman Origins. Ja, ich habe das Spiel schon ziemlich viel gespielt und wollte euch jetzt mal meine Meinung dazu sagen. Ja, ich fange mal damit an, dass damals, als das Spiel ja, angekündigt worden ist und so, da wurde gesagt, dass es nur ein Download-Spiel wird. Und da war für mich das Spiel gestorben, weil dann hätte ich es mir nicht geholt. Doch dann gab es irgendwann die erlösende Meldung, es kommt doch auf CD in einer Packung raus. Und das war genial. Ja, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich war sehr gespannt, wie das nun wirklich sein wird. Es sah auf jeden Fall gut aus. Es sah auf jeden Fall wieder besser aus als so die letzten Teile, fand ich. Und ja, ich habe mich einfach tierisch gefreut. Und dann, als ich es hatte, genial. Was ich mal vorneweg sagen will. Es ist egal, ob ihr euch die Xbox 360, PS3 oder Wii-Version holt. Ihr müsstet euch nur die Xbox oder PS3-Version holen, wenn ihr unbedingt HD braucht. Naja, da sieht das vielleicht noch ein bisschen hübscher aus, das Spiel. Aber so, ja, es geht halt auch ohne HD, also ist eigentlich auch vollkommen okay. Und wenn man das auf Wii spielt, muss man auch nicht so irgendwie wackeln oder so. Da kannst du ganz normal lenken und mit den Tasten spielen, dann passt das auch. Ja, also ich habe das Spiel eigentlich durchgespielt. Ich werde euch mal jetzt gleich genau sagen, wie und warum. Erstmal sage ich so viel, es gibt 10 Welten und pro Welt sind das so 4, 5, 6 Level so. Also ja, die Größe ist ganz okay, richtig gut eigentlich. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Das Intro zum Beispiel, was am Anfang kommt, das fand ich ziemlich witzig. Das hat das ganze Spiel einfach nur episch gemacht, das fand ich einfach genial. Man hat hier die Auswahl, man kann mit Rayman spielen, du kannst mit Globox spielen, du kannst mit einer Kleinlinge spielen. Das sind diese kleinen blauen Wesen. Die hat man auch schon bei Rayman 2 gesehen. Bei den anderen Teilen bin ich mir jetzt unsicher. Und es ist halt ein 2D-Jump'n'Run. Was auch richtig genial ist, weil 2D-Jump'n'Runs gefallen mir dann doch immer am besten. Ja, ich fand Rayman 1 genial und dann Rayman 2 habe ich nicht so viel gespielt, Rayman 3 so gut wie gar nicht und so. Ist nicht so mein Fall. Aber 2D ist klasse. Die Grafik ist wirklich grandios, muss ich echt sagen. Richtig geil animiert. Hat mir richtig super gut gefallen. Also kann man echt nicht meckern. Ist einfach wirklich einfach genial. Ja, du kannst halt die Charakter auswählen, welchen du haben willst. Du kannst auch im Multiplayer zocken, halt bis zu 4 Spieler gleichzeitig immer auf einer Karte rumrennen. Ich habe jetzt nur mal kurz zu zweit gespielt und ja, also ich denke mal, allein ist es wahrscheinlich am besten. Vor allen Dingen, wenn man hier halt so die Sachen machen will, die man machen will. Wenn man nur mal Spaß haben will und nur durch die Level laufen will, dann ist Multiplayer okay, aber ja, so, worum geht's hier? Zu der Story sage ich jetzt mal gar nichts, die ist jetzt auch nicht so wichtig, so groß, irgendwie spektakulär, sonst sowas, aber ist halt eine kleine, nette, witzige Story. Ja, man läuft halt durch die Level und muss halt von Anfang bis Ende laufen. So läuft das ab. Allerdings kannst du auch noch die Electoons retten. Das kennt man schon aus Rayman 1 und aus den anderen Teilen, glaube ich auch. Wo man halt diese Käfige findet, die irgendwo stehen und dann haust du drauf und dann befreist du sie halt. Es gibt immer pro Level 2 Stück, die du finden kannst. Die sind halt immer so versteckt. Ja, weiß nicht, das ist zum Beispiel ein Gang und dann sind da 2 Rohre und dann musst du einen Wandsprung hin und her kurz machen, gehst hoch und dann findest du einen geheimen Weg. Und dann musst du da die Gegner killen und dann hast du einen Käfig gefunden. Ja, so. Und wenn du die halt hast, die beiden, dann kommst du im Ziel an, da ist dann sowieso einer und dann ist das Level beendet. Dann wird allerdings noch gezählt, weil du kannst in den Level nämlich Lumps einsammeln. Das sind so eine kleinen gelben leuchtenden Viecher, die da so rumfliegen und die sammelst du ein. Wenn du Gegner angreifst, kriegst du auch welche. Wenn du sie einmal halt killst, kriegst du einen. Und wenn, dann sind sie so, ja, so eine Luftblase und fliegen kurz weg und platzen dann. Und wenn du sie in dieser Form auch nochmal triffst oder raufspringst oder was auch immer, kriegst du auch noch einen zweiten. Also musst du darauf auch achten. Und wenn du am Ende des Levels, in einem ganz normalen Level, 350 Stück hast, also du kriegst, glaube ich, für 150 oder so, kriegst du noch einen Käfig. Und für 250, wenn ich mich jetzt nicht irre, kriegst du auch noch einen. Und wenn du 350 hast, das ist immer die bekannte Marke, dann bekommst du noch eine Medaille. Und das kannst du in jedem Level machen. Und das ist richtig cool. Das hat richtig motiviert. Das war einfach genial. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich das immer hingekriegt habe. Und es war auch wirklich gar nicht so leicht. Also es gibt Level, da musst du eine Stelle nochmal und nochmal und nochmal und nochmal machen, bis du es endlich hinbekommst. Weil manchmal gibt es auch diese Stellen, da ist ein großer Lump. Wenn du den einsammelst, dann hast du eine kurze Zeit, die anderen Lumps, die dann kommen, weil die sind dann kurze Zeit rot einzusammeln, dann bekommst du mehr. Und das musst du halt perfekt
timen mit dem Springen und Laufen, damit du die auch alle kriegst. Und wenn das halt ein blöder Level ist und der Abgrund ist oder so, und dann versuchst du es zu kriegen, aber du erwischt einen nicht und stürzt ab oder irgendwas Schlechtes passiert, dann ja, da kannst du das Ganze nochmal machen. Das hat mich sehr motiviert. Also ich liebe ja Spiele, die auch ein bisschen schwer sind, und das war eigentlich richtig gut. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, also das hat einfach richtig Laune gemacht, weil du musst halt in einem Level so gut wie alles perfekt machen, sonst kommst du nicht auf die 350. Du musst wirklich fast alles und jeden einsammeln, den du finden kannst. Fand ich richtig, richtig gut. So, dann gibt's noch was. Du kannst auch in jedem Level einen Pokal holen. Wie kriegst du den? Du musst den Level geschafft haben, und wenn du den Level dann nochmal startest, hast du am Anfang so eine Uhr. Wenn du die haust, steht da eine Uhrzeit, und in ja, dieser Zeit musst du den Level schaffen. Das heißt eigentlich nur durchrennen und so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Mehr gibt's da nicht zu machen. Dann gibt es eine bestimmte Zeit, die kannst du schlagen, dann kriegst du halt noch einen Käfig, das sind dann auch alle, die du finden kannst, immer pro Level, und noch eine Zeit, die du schlagen kannst, um halt den Pokal zu bekommen. Das kannst du auch überall machen, und das hat auch richtig Laune gemacht, und das habe ich übrigens schon geschafft, also ich habe überall den Pokal, war richtig geil, und später in den schweren Levels, da bin ich auch so oft abgestürzt, ja, ich springe und dann, oh, Mist, und verdammt schon wieder, und nochmal, 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 und es hat einfach Laune gemacht, es war einfach genial. Die Medaillen habe ich noch nicht ganz alle, mir fehlen noch so, ich schätze jetzt mal 10, und dann habe ich das auch und dann bin ich fertig. Ja, was gibt's noch zu sagen? Man kann extra Kostüme freischalten, wenn du genug Käfige gefunden hast. Wenn man eine bestimmte Anzahl hast, dann gehst du da zur Lichtung der Träume am Anfang zurück, und da hast du dann noch andere Kostüme. Raymond in Blau oder ein Kleinling im Vampirkostüm oder irgend so ein Zeug halt, und kannst halt andere Charakter noch nehmen. Ist eine ganz nette Sache, aber habe ich eigentlich eher weniger benutzt. Also ich war eigentlich die ganze Zeit der normale Raymond. Keine Ahnung, gefällt mir auch am besten. Ja, und dann gibt es noch pro Welt so ein Special Level, den du immer freischaltest, wenn du genug Käfige gefunden hast. Und dann sind die auch offen, und das sind so eine Schatzkisten-Level. Die fand ich auch richtig geil gemacht. Das sind immer so eine Schatzkiste, die vor dir abhaut, und du musst hinterher. Und die Level sind auch richtig cool gemacht und auch relativ schwer. Du musst dann genau perfekt springen und laufen. Da gibt es keine Lumps zum Einsammeln, gar nichts. Du musst nur rennen. Und musst springen, da springen, da springen, da ranhangeln, da schnell lang und so weiter, sonst wirst du gekillt, weil da kommt irgendwas immer von hinten oder alles stürzt zusammen. Deswegen musst du halt schnell genug sein. Wenn du am Levelende bist, hast du die Schatzkiste und bekommst so ein Kristall. Ja, so, und wenn du 10 Kristalle hast, also wenn du alle gefunden hast, kommst du noch in eine kleine Special-Welt, da gibt es auch noch einen Special Boss und so weiter, habe ich auch gemacht, richtig cool, hat mir sehr gut gefallen und war auch sehr schwer, der Level. Also da, also von Anfang an bis Ende den Level machen, ohne zu sterben, gar nicht so leicht. Habe ich nicht geschafft. Keine Ahnung. Was ich noch sagen kann, das ist immer so pro Level. Du hast immer 3 bis 4 Abschnitte, und die sind halt immer durch so eine kleine Wand geteilt. Und immer wenn du durch diese Wand gegangen bist, ist das wie ein Checkpoint für dich. Das heißt, wenn du dann stirbst, fängst du immer am Anfang dieser Wand an und hast schon alles vom vorigen Abschnitt eingesammelt und so weiter. Das heißt, du musst eigentlich in einem Abschnitt nur alles perfekt einsammeln, und wenn das alles geklappt hat, gehst du durch die Tür und dann ist gut. Du hast auch unendlich Leben. Das ist ja auch, das finde ich sogar gar nicht so schlecht. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum Jump'n'Runs manche zumindest Leben haben. Ich weiß nicht. Man braucht da wirklich gar keine Leben. Das hat gar keinen Sinn. Wenn du da irgendwie abstürzt oder so, dann bist du halt wieder am Anfang des Checkpoints. Du machst es nochmal, 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 und dann ist gut. Also, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So ist halt, ja, es ist halt gut gemacht für die schweren Level. Es ist zwar dann auch irgendwie leichter, wenn man halt den ganzen Level nicht nochmal machen muss, aber es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu frustrierend, und dann würden vielleicht viele keinen Bock mehr haben. Aber dadurch, dass du nicht alles nochmal machen musst, ist es eigentlich ganz nett. Also finde ich ganz cool. Was ich noch sagen kann, ist die Musik. Die Musik ist genial. Hat mir wirklich perfekt gefallen. Vor allen Dingen, wenn du Unterwasserlevel hast. Ja, sowas gibt es ja auch. Da kannst du schwimmen und auch angreifen und musst den Fischen ausweichen und so. Da fand ich die Musik richtig cool. Die war einfach richtig entspannt. So, das war, oh, das war genial. Aber auch überall sonst wo, überall anders, die Musik ist einfach richtig cool. Auch in diesen Schatzkistenleveln zum Beispiel ist die Musik richtig, ja, die gibt dir so das Gefühl, los, du schaffst es jetzt, du musst die Kiste holen. Also es war einfach traumhaft. Dann gibt es noch große Bosse. Ja, es gibt zwar nicht so viele, aber die, die es gibt, die sind richtig cool. Sie sind zwar auch relativ leicht, wenn du dann weißt, wie es geht. Da musst du halt immer nur ein bisschen ausweichen, und dann ist aber zum Angreifen, dann greifst du an, und ja, wenn du weißt, wie es geht, sind sie dann leicht. Aber ich fand die richtig cool gemacht, und auch da gibt es so einen fetten Vogel, ja, den finde ich einfach cool, wenn er da mal so rumschreit, ey, also ist einfach genial. Das hat mir richtig gut gefallen. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Lasst mich nachdenken. Also, ich habe erzählt, dass es viele Level hat, dass es einen geilen Soundtrack hat, dass es übelst Bock macht.
Beim Gameplay kann ich noch sagen, man kann halt rennen, man kann laufen, man kann schlagen, man kann auch so nach unten so eine Art Stampfattacke machen, halt da springt er so nach unten, kannst die Gegner killen. Du hast den Helikopter auch wieder, also du kannst halt im Sprung ein bisschen noch fliegen, so gleiten, sage ich mal eher. Kennt man ja auch noch. Also es war einfach wirklich genial. Ich habe, glaube ich, wirklich gar nichts an diesem Spiel auszusetzen. Es ist mit eines der besten Jump-and-Run-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wirklich nochmal so ein geiles Jump'n'Run rauskommt. Also finde ich genial. Es ist übrigens noch so, was ich auch noch sagen könnte. Die Welten haben halt immer so ein Design. Am Anfang war es halt eher so ein bisschen Dschungel. Die zweite Welt ist dann so die Musikwelt, die man auch noch aus Rayman 1 so ein bisschen kennt, wo halt alles auch ein bisschen Geräusche macht, wenn du da auf den Trommeln rumläufst, oder da gibt es so eine Schlange, die in der Luft immer fliegt. Das ist so eine Art Flöte. Halt, wenn du darauf rumläufst, dann hörst du auch Flötengeräusche. Fand ich auch richtig cool gemacht. Ja, dann gibt es noch eine Eiswelt und eine Wasserwelt halt, und ja. Also war wirklich richtig cool. Und was mir noch eingefallen ist, es gibt auch noch Level mit dem Moskito. Das kennt man ja auch noch aus Rayman. Damals war es so mit dem Moskito, du musstest in Level rumfliegen und einfach nur allem ausweichen, was kommt. Und das war's. Dann hast du es geschafft. Diesmal ist es so, dass du auch schießen kannst und die Gegner einsaugen kannst und auch wieder ausspucken kannst. Und dadurch kriegst du auch noch Lumps. Also das heißt, wenn du in diesen Leveln bist, dann musst du immer versuchen, perfekt wirklich alles abzuschießen, was kommt. Du musst alles einsaugen und genau perfekt lenken und ausweichen. Und es ist auch gar nicht so leicht, da mal alles zu kriegen. Aber es hat richtig Laune gemacht. So. Ja, ich bin, wie gesagt, mit diesem Spiel so gut wie fertig. Noch ein paar Medaillen und dann habe ich alles. Also, ja, genial. Ich kann euch wirklich nur sagen, ist auch gar nicht mehr so teuer. Also wenn ihr Jump'n'Runs mögt, wenn ihr Rayman mögt, wenn ihr mal was anderes als Mario und so weiter haben wollt, dann müsst ihr euch dieses Spiel unbedingt mal angucken. Seid wirklich nicht abgeschreckt wegen 2D-Grafik oder so. 2D-Grafik ist eh besser. Ja, es ist einfach wirklich genial. Und was jetzt zum Beispiel auch eine neue Fähigkeit war, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist Mauerlaufen. Du bekommst immer so eine Fähigkeit, da kannst du halt Mauern, die dann so schräg hochgehen, die kannst du einfach so lang rennen und dann rennt er halt auch die ganze Zeit hoch und dann kannst du abspringen. Und es gibt dann auch Level, da musst du dann so rennen, da musst du springen, da kommt von links wieder ein Gegner, musst du wieder springen, 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 springen und immer halt rechtzeitig, und ja, es war einfach ein Traum. Ein Traum von einem Spiel. Also, so Leute, nochmal gesagt, holt euch das Spiel, es ist wirklich richtig gut. Konsole ist egal. Die PS Vita und 3DS-Version lasse ich jetzt mal weg, da bin ich mir nicht sicher, wie die genau sind und ob die überhaupt schon draußen sind und so. Eigentlich glaube ich nicht. Ja, aber für die Konsolen halt, für die drei, ist egal und holt es euch. Also wirklich, es ist gut. Ja, so, das war mein kleines Review mal. Na gut, so klein vielleicht noch nicht, aber ich wollte es mal machen. Kleines Review zu Rayman Origins. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir ja mal sagen in den Kommentaren, wie ihr Rayman Origins findet, wie ihr generell Rayman findet, ob ihr es so besser findet oder wenn es 3D ist oder wie auch immer. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht hat es euch ja dazu gebracht, dass ihr euch das Spiel kaufen wollt. Das wäre cool. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Also macht's gut. Das war wieder euer Benner Meister.